Die ZF-Fernfahrerstudie hat gezeigt, dass gerade im Bereich des Rangierens sehr viele Unfälle passieren. Und da war dann die Überlegung, dass wir dem Fahrer ein Hilfsmittel an die Hand geben, sodass er das Fahrzeug von außen steuern und rangieren kann. Komplexes Thema, Knickwinkelregelung bei einem Gespann mit zwei Anhängern, Anhänger rückwärts fahren, kompliziertes Thema. Sowas dann das erste Mal umzusetzen für so ein großes Gespann. Mit den ganzen Sachen, die dann noch dazu mit reinspielen, Kameras, Knickwinkelsensorik, Hybridsystem. Also sehr komplex und herausfordernd, aber eine super Sache.